Ich, Sohn des Nandus und Meister der sieben Höllen, gebiete dir, verklinge. Und verklingen wirst du. Borberat, in den Kavernen unter Sassandra, 1019, Bosbrands Fall. Und so segelt ihr in eure eigenen Hafenstadt ein, Janka. Von dem Schmutz, von dem Staub und von der Finsternis habt ihr sie gereinigt. Und nun auch ganz Aranien. Ihr habt Demiona zurückgeschlagen, ein weiteres Mal, und nun das Versprechen bekommen, dass euch die aranische Flotte unterstützen mag, so euer Ruf denn erklingt. Doch ein weiteres Mal wartet Darion Palligan und seine Schergen auf euch, und so seid ihr nach wenigen Tagen aus Zorgan wieder aufgebrochen, um nun am 27. Firun, der 11. Stunde des Tages, wieder in euren eigenen Hafen einzulaufen. Es hat sich kaum etwas verändert. Die wenigen Tage, die ihr weg wart, die Bauarbeiten sind vorangekommen, das wenige Holz, das Baumaterial, was noch zur Verfügung stand, wurde nachgebessert, sowohl in die Verteidigung des Hafens als eben auch in die Nachbesserung der einzelnen Schiffe. Zahlreiche Handwerker oder auch die Bauern auf dem Feld, die versuchen doch zu dieser recht kalten Jahreszeit dem Boden, vielleicht mit der Hilfe eines Bereinigeweihten, etwas zu entlocken. Und so fahrt ihr und segelt ihr ein. Am Hafen könnt ihr Diamantis erkennen, der dort mit seiner mondsilbernen Halbmaske steht und euch geruhsam zunickt, während dann nach und nach die Segel nach oben gezogen werden, irgendwelche Taue und Seile verzurrt werden und dann eine Planke von dem Steg auf eins der anderen Boote gelegt wird, damit ihr dann dort anlegen könnt, um euren Weg über die anderen Boote zum Festland zu wagen. Sylamin ist an Deck und hat einen Federhut auf, der entfernt an einen Kapitänshut erinnert. Aber naja, der Raya-Anteil ist stärker. Und so tritt sie an die Reling und lächelt Diamantis zu. Diamantis, schön euch wiederzusehen. Willkommen zurück, Kapitana. Ich wusste, dass ihr es schafft. Nicht zuletzt dank eurer Hilfe. Darf ich euch das Tau zuwerfen? Aber natürlich. Hier, ich fang's. Ja, gesagt, ja. Getan. Lumin hat sich offenbar Mühe gegeben, in der kurzen Zeit auf See ein bisschen was zu lernen. Und Leute legen die Planke aus und Diamantis kann an Bord kommen. Naja, Diamantis, wir haben uns einige Tage nicht gesehen. Bist noch genauso schön wie früher. Ach, Rafim, keine nötigen Schmeicheleien. Wie ist es euch ergangen? Hat es geklappt? Ich sehe hier nur fröhliche Gesichter. Ein sehr schöner Ausflug. Erst war es doch sehr friedlich, aber am Ende ging es dann doch nochmal zur Sache. Ich hab Glück gehabt, es war sehr knapp. Und am Ende gab es bornische Quarkbällchen. Und euer Meisterwerk ist sehr gut angekommen. Glücklicherweise konnten wir durch unsere hinreichende Planung die ganze Sache sehr glimpflich über die Bühne bringen. In der Tat. Glücklicherweise. Man möchte es kaum glauben. Endlich mal ein Plan, der aufgeht. Ich habe euch noch ein paar Quarkbällchen mitgebracht. Irgendwo hatte ich sie. Es ist, glaube ich, nur noch eins übrig. Aber hier, das haben wir aus dem Palast. Es ist sehr lecker. Ach, danke dir, Voltax. Ihr sollt das nicht erst nach 3 Tagen kann man sie nicht mehr genießen. Wie halten das? Sich? Ich glaube, ihr habt euch einmal draufgesetzt. Das sieht ein wenig flach aus. Haarig vor allen Dingen. Haarig. Ich weiß nicht, vielleicht sind das Gorschos Haare. Egal. Jedenfalls zählt ja der Gedanke, nicht wahr? Danke, dass du es für mich behalten hast. Ich werde es ganz bestimmt essen. Naja, dann mach. Ihr könnt die schweren Schritte der Stiefel von Havulgard hören, die dann die Treppe nach oben schreitet, um dann zu euch zu stoßen. Es werfen jetzt zum Gruß. Ach, hier zum Gruß. Was gibt es? Ich wollte fragen, wie lange wir in Janka angelegt bleiben. Nun,
schon. Wir müssen entscheiden, welche Aufgabe wir als nächstes angehen wollen. Aber ich denke nicht, dass wir Zeit zu verschwenden haben. Also stellt euch darauf ein, dass wir bald wieder in See stechen. Also gut. Dann möchte ich bitten, euch unterstützen zu dürfen. Ich würde ganz gerne in den Effort-Tempeln nachfragen, ob es einige Geschichten gibt, denen wir nachgehen können. Irgendwelche Aufgaben, Aufträge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser Tage an Gerüchten noch zu uns kommen mag, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, nach den Gerüchten zu fragen. Neuigkeiten werden in den Effort-Tempeln wohl am meisten dieser Tage getreten. Sehr gerne. Ja, Das ist gut. Nehmt doch Effenora mit. No? Da wir gerade über Effard sprechen, ich wollte mich noch einmal mit euch, Havulgard, Effenora und Boltax unterhalten. Über das Effardhorn und das Angebot einer gewissen Geweihten, die wir kennengelernt haben. Nun, ich stehe euch wie immer zur Verfügung. Und ich glaube, das Äffchen dort oben ebenso. Blick nach oben. Kannst sehen, Effenora, das ja. Strahlende Gesicht von Effenora, die da wohl irgendwelche Seile verzurrt und einem Halbmatrosen wohl irgendwie hilft. Der versteht zwar sein Handwerk, aber ein starker Arm kann man natürlich immer brauchen. Gehen Sie doch vielleicht lieber hinein. Ich versuche zu beurteilen, ob Havulgard eine Abneigung gegen Effenora hat oder ob sie halt, naja, ich weiß nicht, so ein bisschen neckt mit diesem Kommentar. Ja, Menschenkenntnis. Okay. Also richtig böswillig ist das wohl nicht, aber sie, es ist wohl vor allem das Alter, das sie nicht so zu schätzen weiß. Sie ist eine, ich sag mal, erfahrenere Reckerin. Irgendwie hat auch noch unter Jasko gedient und ist in vielen Schlachten gewesen mit ihren Torwalern Seite an Seite. Und Effenora ist eben ein kleines Mädchen, was irgendwie ein gutes Abschlusszeugnis aus Betana mitbringt. Und jetzt auf einem großen Schiff das erste Mal mitsegeln darf. So. Deswegen hält sie wenig von ihr, aber es ist halt kein Hass. Es ist einfach nur generell Geringschätzung, ja. Aber ich meine, man kann ja jemanden von oben herab belehren. Also so aus der Position oder eher so ignorant? Nee, es ist schon so belehrend, ja. Also diejenige halt mit 20 Jahren mehr Erfahrung. Ja. Gut, dann gestikuliert Sulamin zu Effenora hinauf, dass sie runterkommen soll und uns begleiten. Ich komme gleich. Und während sie das sagt, kannst du schon sehen, wie sie sich wohl irgendwie an so einem Seiltau macht, sich da mit ihren Händen fest und lässt es dann zwischen ihren Handschuhen entlang gleiten, während sie dann mit einem Affenzahn hinunterschlittert, fast fällt und dann kurzfristig vor dem Boden mit ihren Händen abbremst, um dann sehr grazil vor euch zum Stehen zu kommen und die letzten 10 Zentimeter dann auf den Boden zu fallen. Hallo. Einfach zum Gruße. Es war nicht zum Gruß. Komm mit, die Kapitana möchte mit uns sprechen. Ja, okay, mach ich. Ja, dann gehen wir nach drinnen, in die Kapitänskajüte. Okay. Boltax sollte mitkommen, die anderen Helden müssen stehen. Die anderen Helden brauche ich nicht, aber wenn irgendjemand Interesse hat, kann er sich vermutlich anschließen. Also weißt du, wie Gewalt und ich im selben Raum funktionieren? Nämlich gar nicht. Was, das ist... Bleib draußen. Ja, während du auf die Fassade von Janka schaust, kannst du sehen, wie dort oben auf einem der Häuser Mendarion sitzt, der dir zuwinkt, der Serpentilio. Er wirkt sehr freundlich. Ich rümpfe die Nase und verschwinde. Naturzauberer. Erst die Hexen, dann die Elfen. Was kommt als nächstes? Oh, die Druiden, die habe ich noch vergessen. Grafim, Diamant, das war's, habt ihr so vor. Bier trinken. Naja, Diamant ist, dann sag mir doch mal, was hast du die letzten Tage so getrieben? Hast du irgendwas Sinnvolles gemacht? Schön, dass du fragst, Rafim. Ich warte nur auf jemanden, der mich das zeigen kann. Hier, schau dir das Muckstück nur an. Kannst du es wiedererkennen? Diamantus greift in die Seite seines Mantels und zieht aus seinem
ledernen Holster heraus. Ja, die goldene Balestrina, die er einst hatte. Zumindest sieht sie so ähnlich aus. Sie scheint wohl modifiziert worden zu sein. Und auch, schon verschönert, akribisch, ein wenig, nennt man das, graviert. Hier. Ich habe den Lauf ein bisschen geweitet. Jetzt kann er mit Bolzen schießen. Ich habe zwar noch niemanden drauf schießen können, aber das sollte ein riesiges Loch in Leute reinreißen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Naja, dann habt ihr eure Zeit ja sinnvoll investiert. Ihr habt eine ganz wunderbare Schlacht verpasst und ich bin jetzt Rosenritter, müsst ihr wissen. Rosenritter? Heißt das, du kriegst das ja auch mehr Geld? Naja, ich war ja vorher schon Ritter. Ich weiß nicht, also ob ich jetzt... Naja, jetzt bin ich ja Ritter. Barfim, du musst endlich mal anfangen, da im Profit für dich auszuverhandeln, wenn du zu irgendwas erklärt wirst. Du wirst die ganze Zeit zu Ritter, zu Krieger, zu Helden erklärt, aber du kriegst nichts davon. Die Einzigen, die dich immer noch bezahlen, sind die aus der Heimat, nicht wahr? Naja, ich werde die Kapitana mal drauf ansprechen, ob es hier Zuschläge gibt für Ritter. Wäre durchaus angemessen. Ich glaube, die anderen sind aber auch Ritter geworden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Abelmir, jetzt steht doch nicht so doof darum, Abelmir. Bist Was? Du eigentlich auch Ritter geworden? Nein, ich habe das Angebot abgelehnt. Na, sie wollten dich nur nicht haben, Abelmir. Du brauchst dich nicht schämen. Wir wissen alle, dass du unsympathisch bist für die Fremden. Nein, ich wollte nicht in der Nähe dieses Dings bleiben. Ihr wisst schon. Der. Naja, so schlecht sieht Eleonora jetzt auch nicht aus. Nein, ich meine nicht Eleonora, sondern das, was wir gefunden haben. Ah, ja, macht Sinn. Ich muss so ein wenig nachdenken darüber. Macht, vergnügt euch, ich meinen kleinen Spaziergang. Ja, wollt ihr Mira mitnehmen? Ich kann immer sehr gut darüber nachdenken, wenn ich auf ihr reite. Nein, sie ist mir zu groß. Ja, sie ist ein großes Mädchen, da habt ihr nicht Unrecht, ja. Und ich kann mich nur um mich selbst erstmal kümmern. Da kann ich keine Ablenkung gebrauchen. Vielen Dank für das Angebot. Naja, dann viel Spaß bei eurem Spaziergang. Ja. Passt nur auf, wo ihr langlauft. Hier treiben sich immer noch ein paar üble Halunken herum. Nun, wenn sie mich angreifen, sind sie selber schuld. Oh, so, diese Einstellung gefällt mir. Ja, man lernt dazu. Was wollt ihr treiben? Euch betrinken? Naja, ich wollte nochmal in die Stadt gehen. Mir natürlich die örtliche Flora und Fauna beschauen, die örtliche Bibliothek besuchen. Ihr wisst ja, was ich so für geistreiche Tätigkeiten immer tue. Natürlich, ihr besucht die Bibliothek, ein gelungener Scherz. Rafim hat also etwas vor, von dem wir nichts herausfinden sollen. Obwohl ich die meisten Sachen, die Rafim tut, sowieso nicht wissen will. Ich glaube, das würde nur mein Gewissen belasten. Ja. Was soll das denn bedeuten? Du weißt ganz genau, was das bedeutet. Ich tue nichts, was Chor nicht tun würde. Ja, und wie wir wissen, tut Chor alle möglichen Sachen. Ja, ist das nicht schön? Nun ja, nicht für die betreffenden Leute. Naja, wie gesagt, wenn die mich zuerst angreifen, sind sie selber schuld, ne? Das ist wohl richtig. Außerdem wäre niemand so dreist, euch anzugreifen, außer er ist betrunken oder verzaubert oder sehr dumm. Ja, da habt ihr jetzt leider nicht wirklich Unrecht. Also dann, Abelmir. Wollen wir zusammen vom Schiff gehen, damit ich meinen Weg auch zur Bibliothek finde? Ja, ich kann euch gern begleiten. Ja, das wird ja mehr als spannend. Und während ihr euch gerade durch die Häuserschluchten von dem Janker hindurch schlagt, könnt ihr sehen, wie direkt vor euch ein Schatten zu Boden springt und ein Elf sich die Haare aus dem Gesicht streicht. Das ist sehr unvernünftig, so einfach herunterzuspringen von uns. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Das tut mir aber leid.
Lasst mich raten, ihr fahrt wieder auf irgendeinem Dach, um zu gucken, ob der Wind auch in die richtige Richtung fließt. Ich habe nach Boltax Ausschau gehalten. Nun, keiner sieht aus wie Boltax von uns, nicht wahr? Schau nicht runter, nein. Deswegen habe ich euch ja auch nicht gesehen. Und Rafim sieht auch nicht aus wie Boltax. Also ihr sucht Boltax, darf ich das aus eurer Annahme ziehen? Nein, ich suche ihn nicht. Könnt ihr nach ihm Ausschau gehalten? Könnt ihr nicht einmal etwas sagen, sodass jeder versteht? Wollt ihr wissen, wo er ist? Nein. Der Wind wird ihn zu mir tragen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ich hasse Elfen. Ja, und der Wind wird mich jetzt zur Bibliothek tragen, weil der Zeitpunkt ist gekommen oder wie auch immer. Aber mir können wir weitergehen. Ja, Boltax ist auf dem Schiff dort hinten. Zeigt man die Richtung. Oh, wie schön. Soll ich euch begleiten? Ich komme mit euch. Ja, da freue ich mich, ja. Es ist immer wieder schön, euch wiederzusehen. Ich war so traurig, als ihr uns verlassen habt. Ich auch, aber es war nun einmal nötig. Ja, vielleicht kommt ja dieser Wind in Zukunft nochmal auf uns zu. Ich denke nicht. Die Winde hier sind seltsam, habt ihr es schon gemerkt? Ja, die schwemmen allerlei Strandgut an, möchte ich meinen. Ja, und sie riechen so schrecklich. Ich bin sehr traurig darüber. Ja, mich machen auch so manche Sachen traurig. Als ich hier angekommen bin, dachte ich eigentlich, dass ich auf einem von diesen großen Booten, die ihr Rosenohren immer baut, mitfahren könnte. Aber Schiffe. Es riecht so übel da unten, ich will nicht. Schiffe, die nennen sich Schiffe, nicht Boote. Naja, ihr könnt ja nicht übers Wasser laufen. Ja, aber wie ich sagte, ich will nicht. Ja, das ist ein vertretbarer Punkt. Das ist wirklich schade drum. Nun, die wollten gerade zu einer Bibliothek. Wollt ihr uns wirklich begleiten? Ich weiß nicht, was das ist, aber ja, gerne doch. Nun, eine Bibliothek ist ein großer Raum oder ein Haus mit vielen, vielen Büchern. Ihr wisst, weiß man daran, was ein Buch ist? Fragezeichen. Vermutlich, aber nur durch kulturelle Osmose. Nun, hier geht's lang. Ihr werdet es schon sehen. Erfahrung macht klug, bekannterweise. Schaut euch Rafim an. Er hat auch noch nie ein Buch in Hand gehalten, bevor er ihn kennenlernte. Ja gut, also gut, dass du es eingeschränkt hast, weil ich habe erst letztes Buch in Hand gehalten und vor 2 Wochen habe ich dir noch eins an den Kopf geworfen, als du nicht reagiert hast. Ja, ich weiß. Ein sehr guter Wurf, wie ich sagen möchte. Durch den ganzen Raum. Man sollte nicht mit Büchern werfen. Das ist eine kulturelle Angewohnheit, die euch unbedingt abgewöhnen musst. Naja, aber es sah so schwer aus und so handlich und es sah so gut aus, als es gegen euren Kopf geschlagen ist. Ja, ja, ja. Nun, Wollt ihr nicht mit in die Bibliothek kommen, Abelmir? Ich hatte gerade eine hervorragende Idee. Man wirft nicht mit Büchern. Man tippt ihm auf die Schulter, wenn man etwas von ihm will. Und vorsichtig tippen. Mendarion, ich glaube, wir können da sehr viel Spaß haben in der Bibliothek. Habt ihr euch schon mal mit Schnee beworfen? In der Tat, ja. Wir machen gleich etwas sehr Ähnliches. Wir werfen nicht mit Büchern. Natürlich nicht, Avelmir. Mir schwant Übles. Und so könnt ihr in Richtung des Blauen Palastes gehen, beziehungsweise des Hesindetempels, der immer noch zerstört irgendwo in der Nähe liegt. Bisher hattet ihr ihn noch nicht besucht, aber ihr wisst zumindest, dass er in der Nähe sein muss. Währenddessen auf der Avianda. Die Tür wird geschlossen und Boltax stiefelt in Richtung des Sofas. Ja, so. Also, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir unter uns sind.
Nein, ich sehe keinen neugierigen Blick. Also ich freue mich natürlich, dass ihr mich mit in das Vertrauen hineinbezieht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt die Kaplanin, aber schon die Effortgeweihte an Bord. Und dass ich jetzt euer Vertrauen bekomme, das ehrt mich natürlich sehr. Ja, es geht ja auch irgendwie um ein Artefakt eures Gottes. Also von daher ziehen wir euch natürlich ins Vertrauen. Genau, ich denke, wir sind unter uns. Der Einzige, der hier neugierig wirkt, ist Nona. Aber nun ja, Zulamin streichelt einmal den Kater. Habt ihr geprüft, dass es vielleicht ein Hexenvertrauter ist? Nicht, dass ich wüsste, aber er ist schon eine ganze Weile bei uns an Bord, also... Okay, ich weiß nämlich auch nicht, wie man die unterscheidet. Aber ich habe gehört, dass Hexen so etwas haben und dass sie damit auch dann spionieren können. Wenn es euch so wichtig ist, ich mache einen Odem. Einfach, weil ich es kann. Aha, der Kater verschleiert. Plot-Twist. Serpentilio ist schuld. Er hat irgendjemanden in eine Katze verwandelt. Bitte, ich habe den Adlerschwinger gelernt und bin selber die Katze. Mhm. Die Katze ist nicht magisch. Katzen, Bordkatzen bringen ja auch Glück. Und je mehr man hat, desto besser ist es. Also, wir sollten uns da nicht aus der Unruhe bringen. Und wenn sie die Kapitänin mögen, dann ist es dann umso besser. Kannst du jetzt endlich die Klappe halten. Gut, dann kommen wir zum Punkt. Hattet ihr beiden schon Gelegenheit, das Effathorn selbst in Augenschein zu nehmen? Ich gehe nicht davon aus, ich habe es ja verwahrt. Also ich habe es mal. Ich meinte davor, sie waren einige Zeit vor uns in Janka. Ich habe es mal gesehen als Kind, aber da war es noch in Betana. Nun, dann zeig es ihnen, Boltax. Ich habe es eben gerade aus der Kabine geholt. Seht, das mächtige Effathorn. Ich nehme einen Packen hervor, der ist aus einem Lederriemen und etwas Stoff, schlage diesen Stoff zurück und zum Vorschein kommt das muschelbesetzte Effathorn. Wow, es ist so hübsch. Also, es ist total unauffällig. Ja, nicht wahr? Es wurde uns anvertraut, damit wir es gegen die Archen nutzen können. Und wir haben uns gedacht, bevor wir tatsächlich der Plagenbringer gegenüberstehen, wollen wir doch die Probe aufs Exempel riskieren. Nicht wahr? Nun, wir haben darüber nachgedacht, ob das überhaupt angemessen ist. Aber die Situation ist folgende. Das Horn wurde uns von der Vorsteherin des Effa-Tempels in Valusa anvertraut. Sie hat angeboten, nicht insistiert, aber es war deutlich ihr Wunsch, das Effathorn selbst zu begleiten. Und Rafim hat sich auch durchaus für sie eingesetzt. Er ist der Meinung, sie würde am besten wissen, wie mit dem Effathorn umzugehen ist. Wie steht ihr dazu? Ich meine, Habulgard, ihr seid Bordgeweihte. Und Effanora, ihr seid die Eferde hier an Bord. Möchtet ihr sie an Bord haben? Noch mehr Effortgeweihte, ganz sicher. Ich bin schon mit einer überfordert. Haha, voll lustig. Also ich sag mal so, Effortgeweihte sind ja nie zu viel auf einem Schiff. Oder? Und wenn sie vor allem so erfahren ist, also nicht nur als Eferdi, sondern auch noch mit diesem Horn, dann ich bin schon dafür, dass wir sie mitnehmen. Auf gar keinen Fall. Deswegen frage ich. Ich möchte euch als Bordgeweihte nicht auf die Füße steigen. Aber, nun ja, jemand muss das Effathorn blasen. Und ihr drei, also sie schließt auch Boltax mit ein, seid wohl die Kandidaten, die ich mir am ehesten vorstellen könnte. Aber könnt ihr es euch auch selbst vorstellen? Natürlich, natürlich. Ich habe schon Muschelhörner in meinem Leben geblasen und auch Trinkhörner. Man muss nur wenig von ihnen absägen, damit man ein passables Hofhorn bekommt. Aber da es tatsächlich ein Artefakt der Evertkirche ist, würde ich auch tatsächlich in diesem Fall auch Effanora den Vortritt lassen. Das wohl. Ja, das ist total nett von dir. Also, ich würde es halt auch machen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob ich genug Kraft habe, aber ich vermute, also ich gehe schon stark davon aus, dass ich das kann. Wollt ihr das denn jetzt testen? Nein, 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 nein. Wir wollen das testen, wenn wir zum ersten Mal gegen irgendeine Arche kämpfen.
Okay, weil ich hätte jetzt auch angenommen, dass wenn... Naja, das ist ja schon ein Artefakt und das soll man ja nicht einfach so benutzen, sondern immer nur in größter Not. Dafür wurden uns die ja gegeben und nicht so zum Ausprobieren, ob es denn auch gelingt. Wenn wir in Not sind und wenn Effert uns beschützen möchte, dann lässt das uns auch gelingen. Versteht ihr? Ja, ich denke auch, dass es weniger eine Frage der Erfahrung als eine Frage des Glaubens ist. Deswegen bin ich auch unsicher, ob ihr der Richtige seid, Boltax. Ich stelle nicht eure Verbindung zum Wasser in Frage, wohl aber eure Verbindung zu Effert. Und nun ja, selbst Habulgard ist der Meinung, dass sie nicht die geeignetste ist, aus eben diesem Grund. Nun,